Wäre schon geil, ne? Hätte schon was. Dann würde ich aber, bevor ich das jetzt in Angriff nehme, würde ich ein Lager dafür bauen. Und zwar das hier. Jetzt würde ich hier vielleicht einfach hier hinten hinter die Hütte setzen. So ein bisschen die Ecke hier rein. Steht's nicht allzu weit raus. So. Dann kann Kelvin nämlich gleich Felsen holen. Weil die liegen hier immer um den See rum verteilt und ich kann immer nur einen schleppen, glaube ich, davon. Aber das ist natürlich ein bisschen ätzend. Das heißt, ich schlepp mich tot bei 42 Stück. Das kann der Herr natürlich auch machen, weil der hat ja eh den ganzen Tag nichts zu tun. Der chillt den ganzen Tag nur bei uns. Und in der Zeit kann ich mich auf andere Bauprojekte konzentrieren. Boah, Stick sammeln ist echt ätzend, ey. Das dauert ewig. Oder ich kann, glaube ich. Ah, ich kann zwei mitnehmen, oder? Noch mehr? Drei? Vier? Vier. Ich kann sogar vier mitnehmen. Mann, ich bin der stärkste Mann der Welt. Das ist natürlich nice. Aber trotzdem kann Kelvin die ranschleppen. Für was bezahlen wir den denn? Sehr schön. Kelvin, wo bist du? Zeig dich. Das dachte ich, da hockst du und hörst Musik, ne? Komm her. Hol. Felsbrocken und Behälter füllen. Der steht gleich hinter mir und haut mich, ich sehe das schon. Wir schließen hier mal, ha? Ja, Kelvin, alles gut. Ich kümmere mich um die bösen Männer. Moment. So. Noch ein Schlückchen Tee.
So, dann wollen wir mal. Hallo? Tschüss! Hey, er gehört mir. Na? Eigentlich nicht, aber ich passe auf ihn auf. War's das? Ja, hallo, der Herr, Sie leben ja noch. War das alles? Ich habe doch noch einen weggeschossen. Ach, der liegt hier. Okay. Die wieder. Hallo? Möchten Sie reinkommen? Das ist eine Schwingtür, die geht zu beiden Seiten auf. Ich lasse mal offen, vielleicht kommt sie noch. Vielleicht einfach ein wenig schüchtern. Wie nehme ich die denn eigentlich wieder hier? Der Behälter ist da hinten. Ja, dann halt nicht. Hast du da Schönes dabei? Ja, dankeschön. Ein Stock. Ist aber nett. So. Wieso kann ich die jetzt hier nicht aufheben? Verstehe ich jetzt nicht. Das Ding in der Hand? Auch nicht? Hä? Wieso? Kelvin, warum kann ich die nicht aufheben? Sag doch mal. Verstehe ich nicht. Ein paar Blätter da reinschmeißen, davon habe ich massig. Ich habe auch noch. Ja, die kann ich nicht reinschmeißen, okay. Naja, da muss auch so gehen. Flop. Ist der andere. Flop. So, das können wir auch mal alles aufhängen. Dann kann es reifen. Wie sieht's aus? Oh, Kelvin ist fleißig. Sehr schön. Das sieht man gern. Ich muss ja eh die ganze Zeit gucken, dass er das nicht voll macht. Sonst hört er wieder selbstständig auf zu sammeln. Das ist nicht gut. Aber dass ich die nicht aufheben kann, ist komisch. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Bug gerade. Ich muss das Spiel nächstes Mal neu laden, dann. Ist ja halb so schlimm, ne? Was kann ich denn noch eigentlich alles bauen, was wir gebrauchen könnten? Rüstungsständer, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Regale haben wir zwei. Die Wandregale sind eigentlich ziemlich egal. Waffenregal. Waffenwandhalterung, ja. Pfade können wir bauen.
Aber wie ist denn... Ja, weiß nicht. Da habe ich einfach zwei Stöcke auf dem Boden liegen, ne? So ein richtiger Weg ist es nicht, ist keine Straße. Vogelscheuche. Holzschlitten könnte ich bauen. Könnte ich Sachen ranbringen, aber... Pflanzgefäß. So ein paar Pfeilen könnten wir eigentlich bauen. Das wäre nicht schlecht. Also, ich hab's jetzt nicht so mit dem, aber könnte man bauen. Und das Ding, ja gut, das kannst du halt irgendwo hinbauen. Der Beobachtungsturm, der wäre vielleicht eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Aua, ich glaube, ich bin in die Sperre gerannt, ich Idiot. Ah, den kannst du auch doch beliebig hoch machen. Oh. Wäre schon cool, oder? Wie viele Stämme braucht er? Ach, 95 Baumstämme nur. Oh, das geht ja. Das ist ja ein Schnapper. Das ist zum Glück nicht so teuer. Kelvin, was meinst du? Ich baue den jetzt einfach. Auf jeden Fall haben wir eine gute Aussicht von da oben. Oh, die Axt ist viel besser, ey. Virginia, aufpassen. Ich weiß, du hast Geschenke, aber aufpassen, ne? Hier fallen Bäume. Das ist nicht ohne. Bei Forstarbeiter haben Besucher eigentlich hier nichts zu suchen, ne? Aber vielen Dank, vielen Dank. Mutig mit der Schulter abgefangen, kein Problem. Das wird jetzt eine Latscherei, du.
muss ich noch nebenbei aufpassen, dass Kelvin was weiterarbeitet. Ah, hat er schon? Ah, hat noch nicht voll hier, okay. Oh, gut, da passen aber auch 28 rein. Das ist schon eine Menge. Kelvin, das machst du super. So. Haben wir wieder ein paar Baumstämme, dann kann Kelvin weiter Steine sammeln. Schnauze, ihr Waschbären. Schnauze. So. Doch, das wird ein cooles Lager. Klein und schnucklig, aber alles, was man braucht. Und vielleicht kann man noch die eine oder andere Falle hier vorne irgendwo hinbauen. Speere wollte ich auch noch von außen rum machen. Da kann dann kommen, was will. Sage ich jetzt noch. Ich weiß nicht, was es noch für Mutanten gibt. Wie viel brauchen wir noch? 83 Baumstämme, ja, die siehst du, dann habe ich es ja schon fast. Den Großteil haben wir schon. Mann, ey. Vielleicht hätte ich die doch nicht ganz so hoch bauen sollen. Futterndes Eichhörnchen. Aha. Ich hab Food. Was gibt's Feines? Ich muss einen Keks essen. Gemüse mit Kokosnussmilch, Soße und Toast dazu. Also indisch angekocht. Also so Curry-mäßig. Also ich mache mein Curry immer mit Kokosmilch. Hört sich auf jeden Fall gut an. Auf jeden Fall auch gut. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Schmecken muss es. Gucken wir mal, wie viele Steine hat Kelvin wieder. Kelvin, der Kamin steht fast. Wenn der steht, kriegst du als nächstes ein Sofa. Dann kannst du auf dem Sofa schlafen. Virginia braucht nichts, die macht eh immer die Nacht durch. So. Wird langsam dunkel, ne?
So, kann ich schon schlafen? Kann ich die Nacht schon überspringen? Ja. Sehr schön. Hat funktioniert. So, ich muss trinken. Sehr gut. Und essen. Auch gut. Es fehlt da jetzt noch 6 Stück. Ja, kommt, die sollte Kelvin jetzt aber hinkriegen. Ja, auch ablegen, ne? Nicht nur rumtragen. Man muss sich manchmal darauf hinweisen, der vergisst das gerne mal. Ja, der Behälter ist da hinten. Man kann auch außen rumgehen, du Held. Was gibt's heute Schönes? Wieder was Pflanzliches. Dankeschön. Brauchen wir jetzt noch Baumstämme 63. Oh Gott. Ich glaube, ich habe es echt ein bisschen gut gemeint mit der Größe. Ich bin in die Sperre gelaufen. Virginia, warum sagst du denn nix? Ja, da kannst du mich gruselig an. Yeah, tanz mit mir. Ja, tanzen kann sie. Muss ihr Lieblingslied sein. Ja, ist gut. Ich gehe schon. Wie sie dich einfach angrinst und dabei ihre Waffe zieht. So, ich glaube, die Steine hat er jetzt vollzählig, dann kann er nämlich Stämme holen, dann brauche ich nicht jedes Mal so weit latschen. Ja, 6 Stück, perfekt. Kelvin, komm mal her, du musst was anderes organisieren. Komm mal her.
Komm her. Zack, zack. Hol Stämme und Bell dafür. Bitteschön. Du machst es, ne? Ja, sehr gut. Eins, zwei. Ka-ching! Mhm. Habe ich was in Pause gesagt? Na ja, komm, hast du dir verdient. Wer so viele Felsbrocken geschleppt hat. Ein Sofa wäre nicht schlecht, ne? So. Kann man machen, oder? Zwei Stämme brauchen wir auch. Also Stickies, Stämme und... Wie viele? Sechs heute. Boah. Das wird sportlich. Sechs heute wird sportlich. Ich bin hier unten schon mal lang gelaufen. Achso, du bist es. Boah, hab grad gedacht, wer galoppiert mir jetzt schon wieder hinterher. Virginia, das ist gefährlich, ne? Da musst du aufpassen. Du darfst mir nicht so hinterher galoppieren. Da kann ich mich erschrecken. Sind hier nicht die Yachten in der Nähe? Wie, jetzt kommt ein Hai. Muss ich sagen. Ist das da? Ein Speer. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mal mit. Das stinkt schon, das lass mal liegen. Ist das deine Schildkröte? Kann ich auch, guck mal. Du! Hab gefragt, ob das deine Schildkröte ist. Jungchen. Obacht, ne? Eine Armlänge Abstand, bitte. Aber jetzt kann ich die mal angucken. Du bist schon hässlich, ne? Naja, wir lassen ihn mal. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben.
Also Höhle oder so werde ich jetzt erstmal nicht betreten oder Bunker oder sonstige Sachen. Da warte ich, bis Fall wieder da ist. Bevor ich hier irgendwas mache. Das machen wir schön zusammen. Aber man kann sich ja mal umgucken. Und ich habe ja noch so ein paar Marker. Das heißt, ich kann so ein, also ich könnte rein theoretisch, könnte ich ein paar interessante Orte auch markieren.